Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und wir sind jetzt hier eingesperrt mit irgendeinem Wesen, das sich erstmal nicht so ganz um uns geschert hat, aber jetzt, wo wir in seiner Höhle sind, wahrscheinlich schon. Erstmal speichern. Dann. Okay, ich sollte wahrscheinlich hier hoch. Ha, ausgetrickst. Was wäre sonst passiert? Hätten die mich aufgefuttert? Komme ich jetzt hier weiter nach oben? Ja, sieht so aus. Ja, wenn Lara nicht so gut im Training wäre, dann würde sie an all diese Orte gar nicht kommen. Ah ja, über die Wand und hier jetzt runter. Gut, kannst du jetzt hier ran springen? Ich hoffe es doch. Geh mal vielleicht noch ein Stückchen zurück. Yes. Nach oben oder nach unten? Nee, oben scheint nichts zu sein. Wuhu! Sollte ich hier vielleicht mal abspringen? Nur so just for fun. Was ist das? Aha. Ich denke, ins Feuer sollten wir. Ah, nicht greifen. Ich wollte gerade sagen, okay, Fackel. Got it. Okay. Eine Fackel ist sicher eine schöne Sache. Ah, fuck. Nein, das wollte ich nicht. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay. Wow, diese Viecher sind ja der Hammer. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich muss die erst irgendwie eliminieren mit Feuer, wahrscheinlich. Okay, ich lasse mich sterben. So. Gut, aber dann weiß ich, dass ich hier definitiv mal absteigen sollte. Und die Frage ist, kann ich jetzt meine. Ach so, wenn sie jetzt die Waffen rausnimmt, dann schmeißt sie halt die Fackel weg. Gut, dann gehen wir erstmal zu diesen Gefäßen, diesen Vasen, da ist hoffentlich noch was drin. So, auf der anderen Seite war, glaube ich, nichts. Nee. Okay. Nein. Nein. Dammit. So, jetzt aber nochmal. Dann zuerst zu den Vasen. Nicht großartig rumspringen, bitte. Ja, ich hätte die auch ganz lassen können jetzt, die eine, aber ich weiß nicht. Man kann es irgendwie nicht lassen, oder? Wenn es schon so dasteht. So, ich hoffe, dass das Feuer dann irgendwie wirklich den erwünschten Effekt hat auf diese kleinen Biester. So, mal speichern.
so ein kleines Medipack nehmen. So, greift ihr mich denn jetzt an? Nee, nicht wirklich, ne? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Aber sie gehen mir hinterher. Aber ihr bleibt gerade so von mir weg, okay? Aber jetzt nicht mehr. Wieso jetzt nicht mehr? Shit. Aber was muss ich machen? Ja, bleibt doch einfach von mir weg, ihr Viecher. Ich hab das Feuer. Ich habe das Feuer. Shit. Hier greifen sie mich an. What's the deal, yo? Was muss ich machen? Mach mal eine Leuchtrakete an. Vielleicht bringt das was. Nee, bringt nichts. Shit. Ja, was ist dann der Plan? Was genau ist der Plan? Ja, ich denke schon, dass der Plan ist, in jedes Loch greifen. Das heißt, ich muss immer die hier wegwerfen. Ja, okay, du hast, glaube ich. Oh Gott. Ja, use und. Oh Gott, ja, nimm sie wieder auf, bitte. Oh Gott. Das ist ja. Haaresträubend. Ist irgendwie eine bescheuerte Situation, finde ich. Ja, siehst du, ich bin tot. Ich bin schon tot. Oh, wie soll das denn funktionieren, bitte? So, hier bin ich schon halb tot. Das ist super. Nimm die bescheuerte Fackel, Mädel. Gott, das kann doch nicht wahr sein, oder? Was ist das denn für ein Level? Weißt du, und dann laufe ich auch noch durch die Dinger genau durch. Dann sterbe ich noch mehr. Ja, nimm ein Medipack, bitte. Nimm ein Medipack und nimm deine verdammte Waffe. Also nicht Waffe. Oh, Scheiße. Oh, im Ernst? Muss sie doch eigentlich mit meiner Uzi kriegen, oder? Nein. Sie schießt einfach gar nicht auf die. Fuck. Scheiße. Ich will meine Fackel wieder haben, bitte. Nimm die Fackel wieder, Mädel. Ich will nur die Fackel. Gib mir die Fackel. Nein! Lara, was machst du? Wie soll ich das hinkriegen? Fangen hier an. Nein, nicht die Fackel aufnehmen. Du sollst durch das Loch greifen. Und sie ist tot. Okay, da ist nur ein Medipack drin anscheinend.
Vielleicht muss ich dann in ein anderes Loch greifen. Vielleicht wäre das besser. Ich versuche mal in dieses Loch zu greifen. Geht weg von mir. Okay, ich laufe vielleicht noch eine Runde weg. So, ich war jetzt hier drin. Schön, wunderbar. Wunderbar. So, schmeiß weg das Ding und greif rein. Nimm ein kleines. So, wunderbar. Zweites haben wir. Okay, schmeiß weg das Ding und oh, greif rein. Und stirb. What the fuck? Ich verstehe das nicht. Ich kann doch hier jetzt auch nichts Neues machen, ne? Nur das Feuer wieder an. Was ist aber, wenn ich die Fackel nicht genommen habe? Dann sterbe ich einfach, ja? Nein, du sollst nicht. Nimm. Nimm. Okay. So. Nein, du sollst nicht. Du sollst sie wegwerfen. Ja, und jetzt. Oh Gott. Was ist das für ein Level? Aber so muss ich es doch machen, oder? Also. Ich verstehe sonst nicht, wie das hier gedacht ist. Greif rein. Bitte sag mir, dass das was bringt hier mit diesen. Nein, das war nicht der Plan, aber okay. Ja, nimm deinen Scheißfackel. Gott, Mädel. Okay, was hat es gebracht? Hat es irgendwas gebracht? Hallo? Ich möchte ein Ergebnis sehen, bitte. Sie ist doch überall jetzt drin gewesen. Bitte sag mir, dass das irgendwas bringt. Dreh dich mal. Ist hier irgendwas aufgegangen? Irgendwas passiert? Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist was passiert. Thank you. Ich glaube, in zwei hätte ich dann wahrscheinlich gar nicht reingreifen müssen, aber egal. Kann weitergehen. Huch. Es ist zugegangen.
So, und jetzt? What's the plan? Was macht sie denn jetzt? Ah, die Tür auf. Kannst du das noch woanders machen? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee. So, wo bin ich? Ich sehe wieder nichts. Wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht ja interessant aus. Da ist irgendwie was zum Klettern vielleicht. Gut, ich versuche mal, hier rüber zu kommen. So, kannst du hier klettern? Yes. So, dann mal vorsichtig hier rüber. Geheimnis. Okidoki. Nur ein Geheimnis, aber naja, trotzdem gut. So, kannst du jetzt vorsichtig oder wie soll ich da ranspringen? So? Nein? Aua. Kleines Medipack gönnen wir uns. Ist ja nicht so, dass wir gerade super viele verbraucht hätten, aber egal. So, keine Gegner, das ist schön. Muss ich hier etwa Schach spielen oder sowas ähnliches? Und was ist hier? Oh, es ist wieder so ein großes Gebiet. Kannst du da hoch? Ja, natürlich. Ah, da ist aber zu, ne? Das müssen wir anscheinend irgendwie öffnen. So, was haben wir hier? Sind wir wieder hier? Sehr gleicher Ort, ne? Okay, das heißt, wir müssen irgendwie auch oben sein, manchmal vielleicht. Was ist hier denn oben? Wieder eine sehr kleine Passage. So, muss ich darüber springen? Ah, da kommt irgendwie Feuer oder so raus, ne? Okay, da kommst du aber, da kommst du niemals rüber. Da kommst du niemals rüber. Hi. Oh. Ich habe ein bisschen schlechte Gesundheit. So. Okay, da kommt einfach nur Feuer raus. Okay, da ist Wasser. Wow, wow, wow. Wo zum Henker soll ich hin? Ich dachte, da wäre noch ein Medipack oder so. Aber. Warte, kamen wir jetzt da? Da kamen wir her. Okay, verstanden. So, was gibt's hier im Wasser? Anscheinend nichts. Nichts, nichts. Okay. Und auf der anderen Seite? Wahrscheinlich genauso wenig. Ja. Gut, dann ja, darfst du weitergehen. Und dann begeben wir uns mal hier nach oben. Versuchen hier weiterzukommen. Oh, nein, Lara.
spiegelt leider gerade so ein bisschen bei mir, dass ich nicht allzu viel erkenne. So, da geht's nicht hoch. Und hier geht's genauso wenig hoch. In der Mitte glaube ich auch nicht. So, auf der anderen Seite sieht es da irgendwie anders aus. Nee, same thing. Okay, der Stein sieht irgendwie so komisch aus. So, aber genau, hier unten waren wir jetzt noch nicht. Da brennt auch irgendwas lichterloh. Das heißt, da kommen wir nicht hin. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwas hier hinstellen. Könnte ich mir so vorstellen. Okay. Das heißt, das ist für später. Später, später. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Ja, Lara. Einfach nur nach oben. So, wir gucken nochmal zurück, aber ja, da ist glaube ich sonst echt nichts mehr. Zumindest nicht für den Moment. Können nochmal gucken. Ah ja, da oben geht es doch noch irgendwie weiter, aber ich wüsste nicht, wie ich da hinkommen sollte jetzt gerade. Ich glaube, wir haben noch genug andere Optionen, die wir uns jetzt gerade angucken können. So, da auf der anderen Seite ist auch nichts mehr. So, genau, dann sind wir wieder hier unten. Hier ist ein markiertes Feld. Wieso ist da eine Farbe drauf? Hier sonst noch irgendwo Farben? Nee, nicht wirklich. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sterben hier irgendwie, wenn wir hochgehen. Oder irgendwas passiert. Ah, da kann sie rüber. Oder? Sieht so aus, als könnte sie da rüber. Oben. Aber das ist ja direkt bei den Säulen, also vielleicht auch nicht. Das sieht sehr interessant aus, wie ein Instrument. Aber da ist die Tür zu. Okay. Ja, was ist zu tun? Also wir haben auf der Seite markierte Felder. Da links ist eins und rechts ist auch eins. Was sagt uns das? Das sind auch komische Zeichnungen hier. Das sieht so ein bisschen aus wie Außerirdische auf den Steinen. Ja, können wir irgendwas mit euch machen? Nein, noch nicht. Nee, sie macht da keine Anstalten, irgendwas zu machen. Okay. Ja, hier ist definitiv noch zu. Wie kriegen wir das denn auf, ist die Frage. Und wieso können wir hier wieder hoch? Brauchen wir den Überblick von oben für irgendwas? Da oben war nur ein Geheimnis. Ah, guck mal, da links sind auch markierte Felder. Ist hier rechts noch irgendwas?
Kommen wir doch irgendwie da oben ran. Hier passiert nichts. Ich denke eigentlich, wenn sie versucht, da oben ranzukommen, wird auch nichts passieren. Nee. Okay. Ja, hier geht es ja auch nur wieder dort oben hin. Dann probiere ich doch nochmal hier hoch zu gehen. Dann muss es ja doch irgendwie hier weitergehen. Da ist... Hallo? Ich wollte da hin. Ich wollte da kurz hin. Hier scheint nichts zu sein und ich denke mit diesen... Oh Gott, ja, spring noch mal nach unten. Mit diesen Gemälden oder... Was heißt Gemälden? Diesen Gravierungen können wir auch nichts machen. Ja, wie geht's dann hier weiter? Da kommt sie nicht hin. Zumindest noch nicht von hier. Unten ist nur sehr viel Feuer. Hier hinten ist auch nichts. Nichts im Wasser. Können wir hier... Ah, wir können hier hoch. Hier bringt uns das weiter. Wow, es ist so dunkel bei mir gerade auf dem Bildschirm. Ich sehe... sehr, sehr wenig. Gut, da passiert nichts. Ich glaube, hier auch nicht. Ist denn irgendwas in die Richtung? Dreh dich. Oh, nur drehen, nicht springen. Ist hier irgendwas? Ich glaube eigentlich auch nicht, dass, da, dass wir da hin können. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Es muss noch irgendwie einen Weg geben. Gott, ich sehe nichts. Ja, fast kommt sie ran, aber ich glaube, ich habe eine Leiter gesehen. Ah, warte mal. Kannst du hier theoretisch in die Mitte dich hangeln? Nein. Nichts zum Hangeln. Wieso ist das Feuer hier? Das bedroht mich doch gar nicht, oder? Oder muss ich da was in den Löchern ziehen vielleicht? Vielleicht ist das Sinn des Ganzen. Oh, ich glaube, es ist Sinn des Ganzen. Krass. Okay, dann warten wir jetzt einfach, bis die anderen auch wieder anfangen zu glühen. Okay, das rechte kommt als nächstes. Wann kommt das in der Mitte? Wir warten einfach hier in der Mitte. Das kommt gar nicht, oder wie? Ah, es passiert was. Es ist was passiert. Soll ich hier auch nochmal links? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Okay, ein Medipack. Ja, Medipack ist auch gut. Aber es ist etwas passiert. Da unten ist immer noch Feuer. Was ist sonst passiert? Ah, die Dinger sind weg. Okay, auf der anderen Seite auch? Nee, auf der anderen Seite nicht. Interessant. So, was haben wir hier? Das ist nur zum Abkühlen, falls wir uns verbrennen, vielleicht. So. Kannst du hier ran? Nee. Ah, wir können uns hier wirklich unten verbrennen.
Boah, ich denke, wir müssen durch die Mitte. Huch. Upsi. So. Gehen wir noch mal durch die Mitte. Es vibriert oder beziehungsweise sah so aus, als wäre hier ein Erdbeben. Ah, scheiße. Selber Fehler. Nein. So, jetzt aber noch mal. Ich glaube, sie mag es nicht so, dass die Decke ihr so kurz über dem Kopf hängt. Okay, aber kann sie jetzt? Ah, sie kann sich hier hangeln. Ach so. Okay. Mach mal. Ich wollte sagen, mach mal eine Leuchtrakete, aber vielleicht ist es nicht notwendig. Toll. Ja, wahnsinnig. Es geht jetzt hier nicht weiter. Oh, wieso geht's da nicht weiter? Ach, das ist doch dämlich. Ich muss in eins der Löcher greifen, richtig? Oh no. Das kann ja nur super werden. So, das da hinten ist aus. Jetzt gerade kommt es wieder on. Oh Gott, nicht nach hinten springen, Lara. Du willst dir nicht den Arsch verbrennen. Da passiert nichts, ne? Da ist aber nur Ammo drin. Okay, geh mal ein Schrittchen nach links. Ja, wieder mehr in die Mitte. Okay, das da hinten hat doch vorhin gebrannt, oder? Ja, genau, du brennst manchmal. Aber nicht die ganze Zeit. So, es könnte. Oh Gott, ja, ich brenne. Okay, aber dann weiß ich schon mal, dass ich dahin kann. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge finden wir dann raus, was hinter dieser Tür ist. Ich hoffe, die öffnet sich dann. Wir müssen mal gucken, ob wir noch in irgendein anderes Loch greifen können. Also bis zum nächsten Mal.